Ja, hallo, willkommen zur weiteren Folge der Mother Brothers am Start für euch. In Armored Warfare, ich fahre meinen BMW 4. Ich möchte bei der Rampe das Dings haben, das Retrofit. Die werden tatsächlich jetzt mit der Challenger 2 in die Garage kommen. Meine Rette ist jetzt auf 94%, also wir fehlen nur 6% bis zum Challenger um, noch ein bisschen was an Geld. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 6 Millionen oder sowas in der Art vielleicht. Auf jeden Fall. Jetzt hier mal eine Runde BMW 4 fahren. Ich hoffe, ich kann mein Team hier gut unterstützen. Ich muss immer noch meine Munition sortieren. Ich möchte Kanone 1 auf 1 und 2 haben, Kanone 2 auf 3 und 4. Obwohl 1 und 2 ist 1, was ich benutzt bin. Aber ich will die 4 vor der 3 haben. Gerade eine Makrosekunde offen und schon am Ende sitzen. Ist klar, Emma. Ist klar. Wir einfach sterben. Kann sie doch spielen, danke. Warrior ist nicht gut. Das ist so wohl der Puls. Ich will ja die Artillerie für euch töten, aber wenn ich offen bin, ist das genau da. Wir haben Artillerie selbst gekriegt, ne? Das hat mich schon gespottet. Ich sollte seine Rolle. Wenn ich Dinge spotte, die ich nicht sehen kann. There we go. Thank you.
nicht schlecht. Einfach eine Max-Roll bekommt für LOL. Also, Roll zu markieren, nice. Time in den Schuss, mein Lieber. Und da ist ein Captain fallen, muss ich hier. Hoppa! Was haben wir denn da? Ein Warrior und ein Leopard 2-7. Schauen wir mal den Warrior an. Das ist, was du kriegst, wenn du deine... Oder deine... Bam! Haben wir geschafft, haben wir geschafft. Und ihr seht, wie schrecklich ich ungefähr fahre. Ich fahre da hoch, dann fahre ich da runter, fahre ich den Boden, dann fahre ich die Brücke und dann gucke ich, wo ich bleibe. Das ist so ungefähr die Strecke, die ich fahre. Ich weiß, sie sieht etwas komisch aus, aber es funktioniert, wie ihr seht. Was ihr auch sehen könnt, es gibt eine Position für Artillerien, die ihr nicht rauskriegen könnt von da oben aus. Das ist die ganze hinten hinter der Brücke, hinten in den Büschen. Alle anderen Artillerien könnt ihr von da oben aus als Scouts spotten und töten. Wie ihr seht, fast genauso viel Spot. Also etwas mehr Spot-Schaden als Schaden, aber ungefähr gleich viel. 18.500 jeweils ungefähr. Dann habe ich mir noch den ersten Platz verdient. Mit boah, 700 Abstand zum nächsten. Das ist schon ordentlich, ne? Die Ariete mit 20.000 Schaden gut dabei gewesen. Muss man der lassen. Ja. Das ist halt 18.500 Spot und dann nochmal 4.000 durch Markieren drauf. Also jetzt komme ich ja schon auf 22.000. 700 circa plus 18.500 eigenen Schaden. Da kann man dann sehen, wie man relativ schnell auf relativ hohe Performance-Werte kommt, wo dann noch eure gesamten Multiplikatoren drauf gerechnet werden. Aber das ist so gesehen der Wert, der verrechnet wird zu dem Wert hier. Wie genau man von dahin kommt, keine Ahnung. Naja, damit wünsche ich euch aber jetzt noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, eine gute Nacht, einen guten Abend. Peace out!
Euer Benitos.